Playmobil, seit 40 Jahren einer der führenden Hersteller für Spielzeugwaren. Dieses Jahr hat Playmobil zum ersten Mal seine Produktpalette um ein paar Filmlizenzen erweitert. Und welche das sind, das schaue ich mir jetzt genauer an. So, da sind wir hier schon bei unseren Drachen. Das ist Drachenzähmen leicht gemacht, basiert auf dem zweiten Teil. Und da leben die Wikinger mit den Drachen schon friedlich zusammen. Hier auf der Wikingerfestung, auf diesem Felsen. Das ist auch unser Hauptartikel. Und es sind natürlich auch alle Freunde, die wir aus dem Film und der Serie natürlich kennen, auch wieder vorhanden. Hier ist zum Beispiel der Higgs mit dem ohne Zahn. Das ist natürlich die Hauptfigur. Ja. Und der hat natürlich seine beste Freundin, das ist die Astrid. Und die fliegt auf dem Sturmpfeil und steht dem immer mit Rat und Tat zur Seite. Also das ist quasi ein Muss für jeden, der diesen Film liebt. Das ist ein Muss für jeden, der diesen Film liebt und ein Muss für jeden, der Drachen liebt, natürlich. Und Sie sagten halt, die Burg, die Wikingerburg, das ist so das Basis. Genau. Was kommt mit der Burg zusammen dann? Was ist dann in der Das sehen Sie hier, was praktisch hier in der Mitte auf diesem Podest steht. Das ist da alles mit dabei. Es liegt dann bei 119,99 und kann dann natürlich noch ergänzt werden um viele verschiedene Artikel. In Summe sind 7 Artikel, aus der die Spielwelt besteht. Und was natürlich ganz wichtig ist, man braucht natürlich immer einen Bösewicht, gegen den man kämpfen kann, wenn man schon so tolle Waffen hat. Und der ist hier auf diesem dunklen Schiff unterwegs. Ab welchem Alter spielen die Kinder dann gerade hier mit Drachenzähmen leicht gemacht? Also wegen unseren kleinen Teilen dürfen natürlich Kinder unter 3 Jahren das dann noch nicht nutzen. Aber ab 4 geht es dann schon los. Ne? Und im Kern sind die Kinder dann so 6 bis 8 Jahre, die dann natürlich das größte Interesse haben. Aber ich würde sagen, Playmobil wäre ja nicht Playmobil, wenn man nicht alles miteinander verbinden könnte. Da bleibt der Fantasie doch keine Grenzen gesetzt, oder? Das ist so, man kann alle Spielwelten miteinander kombinieren und da können dann zum Beispiel Drachen dann mal im Reiterhof auftauchen oder die Gespenster dann im Wohnhaus und da müssen dann die Ghostbusters dann kommen und die Party dann retten. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und das ist auch gut so, finde ich. Das machen die Kinder auch und da wollen wir ihnen auch gar keine Vorschriften machen. Ja, da danke ich Ihnen erstmal, Frau Auer. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns waren. Sehr gut informiert haben. Vielen Dank. Und dann wünsche ich Ihnen natürlich auch weiterhin noch eine schöne Messe hier in Nürnberg. Dankeschön. Und viel Erfolg. Dankeschön. Wiedersehen.